Verehrte Damen und Herren, mein Name ist Johann Kuhn. Ich komme von Spital an der Drau, bin Jahrgang 1944. Ich war 40 Jahre im Landesdienst in Kärnten beschäftigt, von 1997 bis 2009, also zwei Perioden im Spitaler Gemeinderat, und war dabei, wie wir im November 2007 im Gemeinderat den Beschluss gefasst haben, einen Sender nicht errichten zu lassen. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich mit den rechtlichen Angelegenheiten des Mobilfunks und konnte eigentlich nach 3 Monaten schon feststellen, dass kein einziger Sender in Österreich ordnungsgemäß genehmigt wird. Ich habe dann versucht, alle möglichen Institutionen von der Volksanwaltschaft über die Politik und Medien und alles Mögliche anzuschreiben und davon zu überzeugen, es ist mir nicht gelungen. Dann habe ich Selbsthilfe ergriffen und habe einen Antrag gestellt für eine Sendeanlage in meiner Nähe an die Fernmeldebehörde, das Verfahren kenne ich, Bescheidzustellung und so weiter, und konnte noch 2 andere Personen dazu gewinnen, dass die dasselbe machen. Und wir haben ein Verfahren durchgeführt bis zum Verwaltungsgerichtshof. Und als man gesehen hat, wir werden Recht bekommen, hat man dann 2011 im November das Telekommunikationsgesetz geändert, sodass diese vorher bestehende Bewilligungspflicht für die Sendeanlagen aus dem Gesetz herausgenommen wurden. Das heißt, die Mobilfunksendeanlagen, die das öffentliche Telekommunikationsnetz versorgen, werden nicht bewilligt. Die dürfen die Mobilfunkbetreiber aufstellen, sie brauchen nur dann die Daten, wo sie aufgestellt haben und welche Sendeanlagen sie aufgestellt haben, der Fernmeldebehörde melden, das wird registriert, aber es erfolgt keine Genehmigung. Und ich habe dann an so Veranstaltungen wie die heutige im Jahre 2014 teilgenommen und es ist mir irgendetwas abgekommen, weil da war Mediziner, Techniker und dann noch einer von einer Selbsthilfegruppe, Elektrosmog, und die haben immer erzählt, wie schädlich das Ganze ist und wenn die Leute fragen, was kann ich machen, hat keiner so richtig sagen können, ja, abschirmen kannst du oder du hast halt mit dem Handy gescheiter umgehen. Und ich habe gesagt, wenn ihr wieder sowas macht, werde ich mich mit dem Rechtlichen beschäftigen. Und die erste Veranstaltung haben wir dann im Jahre 2015, am 20. Februar in Zlan, das ist in Stockobol, gehabt. Dort wollte man einen Sender in der Nähe von der Volksschule und Kindergarten aufstellen. Und da haben wir dann das Rechtliche eingebracht. Und seitdem unterstütze ich also Nachbarn von Sendeanlagen bei der Genehmigung, wenn eine Genehmigung ansteht oder wenn der Sender bereits genehmigt ist, nachdem ja keiner richtig genehmigt ist, kann man das ja nachträglich auch noch aufrollen. Und die Sendeanlage in Zlan, die steht noch immer nicht. Wir haben zwar jetzt nach vielen Jahren, dort ist der Antrag schon seit August 2014 eingebracht worden, und jetzt vor kurzem haben wir erst vom Landesverwaltungsgericht die Entscheidung bekommen, die aber von uns dann beeinsprucht wurde. Es läuft eine Außerrevision. So, das war jetzt einmal der Vorspann. Und jetzt schauen wir mal an, wie das ausschaut. Was sind subjektiv öffentliche Rechte? Ein subjektiv öffentliches Recht, das sind eigentlich diese Grundrechte, die jeder Staatsbürger durch das Bundesverfassungsgesetz oder Staatsgrundgesetz zugesprochen bekommt. Das heißt, das ist das Asylrecht, die freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit etc. Das ist ein ganzer Katalog, der da drin ist. Bei uns von Bedeutung ist Recht, Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz. Also wenn ich mir anschaue, dass die normalen Gewerbebetriebe über die Gewerbeordnung genehmigt werden und der Gewerbetreibende da Auflagen bekommt, wenn er irgendetwas machen will, das sind oft zeitenlang, was er alles tun muss, um die Nachbarschaft zu schützen. Das Telekommunikationsgesetz ist die Gewerbeordnung für die Fernmeldebehörde oder Fernmeldeanlagen, die brauchen gar nichts tun. Ja? Und das ist eine Ungleichbehandlung, die wir natürlich auch ankämpfen. Dann Recht auf Leben. Und der Recht auf Leben, da ist die Gesundheit integriert.
wenn Sie, das ist im Artikel 85 BVG, das Bundesverfassungsgesetz, das EMRK, das sind die Europäische Menschenrechtskonvention, die Abkürzung, und ZBMR, das sind die Zusatzprotokolle, nur dass man weiß, was das bedeutet. Dann Unverletzlichkeit des Hausrechts. Wenn Sie heute vorm Haus einen Sender haben irgendwo und hinterm Haus will einer telefonieren, dann damit der telefonieren kann, geht die Strahlung vom Sender durch Ihre Wohnung, durchs Haus durch. Und das sollte nicht sein. Ja? Das ist die, also da wird das Hausrecht verletzt. Es gibt da irgendwo, so ist man am Untergekommen, schon eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, wo das schon so ein bisschen angesprochen ist worden, dass das möglich sein könnte. Müsste man natürlich einmal genauer durchmachen. Dann Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums. Wenn man weiß, dass die Bäume geschädigt werden, ich weiß, dass die Insekten, Bienen und so weiter auch geschädigt werden, also das ist Eigentum, wird auch verletzt. Und dann Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter. Das heißt, ein jeder, der in irgendeiner Form Recht spricht, also ein Gesetz auslegt und Recht spricht, ist der gesetzliche Richter. Und ich habe das Recht, dass der ein faires Verfahren mir gegenüber führt. Und in dem Bereich gibt es kein faires Verfahren. So, damit wir das Grundlegende verstehen, die Grundprinzipien der österreichischen Bundesverfassung sind eigentlich vier gegliedert. Da ist erstens einmal das demokratische Prinzip, das republikanische Prinzip, das bundesstaatliche Prinzip und das rechtsstaatliche Prinzip. Von uns von Bedeutung ist das erste und das vierte. Das ist die sind im Bundesverfassungsgesetz verankert. Und was glauben Sie, was das demokratische Prinzip aussagt? Das ist, wenn man weiß, dass die Bundesverfassung das Grundgesetz in Österreich ist, also das wichtigste Gesetz, und Artikel 1, bei den Gesetzen ist immer vorne der wichtigste Artikel. Was sagt das? Ja, die, was ich schon kenne, die wissen das. Schau. Und jetzt frage ich, wir sind das Volk, was für Rechte haben wir? Ja, und ich pflege da immer zu sagen, wer in der Demokratie schlaft, erwacht in der Diktatur. Ja? Weil dann richten sich die anderen. Und, aber zur Wahrnehmung unserer Rechte wählen wir ja Vertreter. Das ist ja das demokratische Prinzip. Und da auf Gemeindeebene den Bürgermeister, die Gemeinderäte, auf Landesebene die Landtagsabgeordneten und auf Bundesebene die Nationalratsabgeordneten. Und jeder, der da gewählt wird und sein Amt antritt, muss bei seinem Amtsantritt ein Gelöbnis ablegen, das heißt ein Versprechen. Und für Niederösterreich haben wir das Versprechen der Gemeinderäte auserkult. Das ist in § 97 Absatz 2 der niederösterreichischen Gemeindeordnung verankert. Das heißt, die Mitglieder des neu gewählten Gemeinderates haben vor dem Altersvorsitzenden folgendes Gelöbnis abzulegen. Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republik Österreich, des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde, da wird der Name reinkommen, nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Das Wohl der Gemeinde sind wir, die Bürger. Ja. Und das müssen wir halt einfordern. Ja. Das rechtsstaatliche Prinzip ist in Artikel 118 Bundesverfassung verankert und besagt, die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Basis von Gesetzen beruhen. Also nichts darf gemacht werden, wenn nicht ein Gesetz das regelt. Ja. Und wenn es nur im Gesetz drinsteht, für das brauche ich keine Bewilligung, aber dann muss das ausgesprochen sein, für das brauche ich es nicht. Grundsätzlich ist alles geregelt und dann gibt es Ausnahmen, wo man sagt, okay, da sehen wir ab von einer Regelung. Für die Verwaltung, die notwendigen Bundesgesetze werden von den Nationalratsabgeordneten beschlossen und die Landesgesetze von den Landtagsabgeordneten. Also wenn jetzt jemand zu euch sagt, irgendein Abgeordneter, was, da kann man nichts machen, das Gesetz ist so, dann haben das Leute beschlossen, ja, die dort sitzen.
Und man kann Gesetze nur reparieren, indem wieder irgendein Abgeordneter Anträge stellt, Initiativanträge und so weiter, oder in einem Verfahren, wo man halt von unten anfängt und bis zum Verfassungsgerichtshof kommt und sagt, das Gesetz ist verfassungswidrig, dann geht auch die Reparatur. Aber das ist halt mühselig und diesen mühseligen Weg beschreiten wir derzeit. Also bei der Gesetzgebung und Vollziehung sollten die subjektiv öffentlichen Rechte berücksichtigt werden. Jetzt schauen wir uns auf die Mobilfunkbasisstationen an, wie das da funktioniert. Da haben wir einmal die herkömmlichen Anlagen, das sind die Selbstständigen. Dann auf den Gebäuden integriert, das sind meistens in den Städten, auf den Dächern oben. Und wir haben in Kärnten ungefähr 50 oder 60 Kirchtürme, wo einer drin ist, versteckt. Und da sind die Kleinsender, die bei 5G dann in den Städten eben da verwendet werden sollen, um diese hochfrequente Strahlung also weiterzubringen, die überall reinkommen. Und der Reinhard hat nicht gesagt, in die Wohnung kommen noch kleinere rein, dann in die Kühlschränke. Aber das kommt dann, das sind diese 5G-Sender. Und wenn Sie in den Städten, ja, müssen Sie aufpassen, der Reinhard hat ja gesagt, diese Strahlung wird leicht absorbiert. Das heißt, wenn da so schöne Schattenbäume sind in den Innenstädten, ja, die fangen sich an jetzt weghocken mit dem Argument, die sind bei Sturm gefährdet, wenn die umfallen, wir tun neue Pflanzen. Ja, die hocken sich leicht weg, weil die im Weg sind, weil die Strahlung da nicht weiter kann. Ja, das ist aufpassen, die hocken schön die alten Schattenbäume weg und tun noch eine neue setzen, die eh nicht aufkommen. Und jetzt schauen wir mal, was ein Handymast oder eine Funkanlage ist. Da ist der Handymast, der Antennentragmast. Die Definition ist so im Gesetz drinnen. Und oben haben wir die Antennen, unten die Systemtechnik in den Containern. Und die ganze Anlage wird als Mobilfunkbasisstation bezeichnet. Bewilligung für Sendeanlagen. Ja, für normal sollten drei Bewilligungen da sein. Das sind drei Behörden. Das ist einmal der Gemeinderat, die Raumordnungsbehörde. Das wäre die wichtigste Bewilligung, weil mit dieser Bewilligung wird der Bauplatz festgelegt, ob dort auf dem Bauplatz was errichtet werden darf oder nicht. Und die Bewilligung wird überhaupt nicht gemacht, weil man den Gemeinden einredet, ihr dürft die Emissionen von den Sendeanlagen nicht berücksichtigen. Dann ist die Baubehörde Bewilligung für die baulichen Anlagen. Da dürfen sie nichts machen. Und die Fernmeldebehörde, das haben wir schon gesagt, die erteilt auch keine Bewilligung. Das heißt, es werden derzeit die Anlagen bewilligt, ohne dass die gesundheitlichen Belange berücksichtigt werden. Und warum funktionieren diese zwei Prinzipien, was ich früher gesagt habe, das rechtsstaatliche, demokratische und rechtsstaatliche Prinzip nicht? Auf Bundesebene hat der Nationalratsabgeordnete das Telekommunikationsgesetz beschlossen, ohne Parteistellung der Gemeinden und der Nachbarn. Das heißt, wenn ich keine Parteistellung habe, dann kann ich nichts mitreden. Ja. Auf Landesebene ist ein ähnlicher Vorgang gegeben, weil man da Ausnahmen geschaffen hat. Man hat diese Antennentragmasten als anzeigepflichtige Maßnahmen drinnen und auch dort im Anzeigeverfahren habe ich auch keine Parteistellung. Das heißt, ich habe nirgends eine Parteistellung und den Gemeinden wird eingeredet, sie dürfen gesundheitliche Belange nicht wahrnehmen, also der Bauplatz wird auch nicht genehmigt. Das heißt, es ist da ein Rechtsmissstand, ein gewaltiger. Und wir versuchen, oder ich versuche, und jetzt Gott sei Dank kommen wir jetzt durch diese 5G-Technik, werden immer mehr Leute munter, wir machen nun, stellen Anträge, damit wir die Behörden dazu bringen, Bewilligungen zu erteilen. Ja? Und man darf einer Behörde nie eine Anfrage richten. Du kriegst eine Antwort, die ist nichts wert. Ja? Du musst immer einen Antrag stellen, einen Antrag. Und ein Antrag ist mit einem Bescheid zu erledigen. Ja? Weil nur ein Bescheid
regelt das Rechtsprinzip, weil gegen einen Bescheid kann ich berufen, komme in die Instanz und kann mein Recht in Instanzenzug dann geltend machen. Ja. Und so eine Verfahren haben wir jetzt sowohl auf baubehördlicher Seite laufen, wir haben in Kärnten seit Volksjahr, es sind uns vorher viele negative Entscheidungen bekommen, von den Unterinstanzen sowieso, aber auch vom Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof, weil wir immer Formalfehler gemacht haben. Gell? Und wenn ihr wisst, was der Unterschied zwischen einem Gescheiten und einem Dummen ist, gell? Was kennt ihr denn? Ein Gescheiter macht immer einen anderen Fehler, der Dumme immer denselben. Gell? Wir haben von unseren Fehlern gelernt und haben dann diese Formalfehler ausgemerzt und mittlerweile, ja, seit 22. Mai des Vorjahres wird eine außerordentliche Revision auf Gemeinde, also auf Baubehördesverfahren vom Verwaltungsgerichtshof geprüft. Mittlerweile haben wir 5 weitere oben und 2 habe ich daheim zum Schreiben, die muss in den nächsten 14 Tagen eingebracht werden. Und da wollen wir eben, dass wir es durchsetzen, dass diese Genehmigungspflicht, vor allem die Gemeinden, diesen Bauplatz, weil da haben wir schon gewonnen, weil wenn der Bauplatz nicht zulässig ist, dann kann auch dort die Fernmeldebehörde nichts aufstellen. Ja? Und auf das sehen wir aus. Und da sind die Bürgermeister unsere Partner. Entscheidungspflicht, das passiert uns immer wieder, da stellst du einen Antrag an die Gemeinde, dann rennt sie der Gemeinde ein, lässt das liegen. Ja. Dann lassen sie es halt 6 Monate liegen, dann müssen wir da eine Servicebeschwerde einbringen und dann geht es erst in die nächste Instanz und bei einer Negativentscheidung hast du entweder eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof oder eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof. Ja. Und diese rechtlichen Dinge, die arbeiten die für die Leute aus, die müssen sich nur bereit erklären, das Verfahren durchziehen. Ja, das kostet, also in den unteren Instanzen bei der Gemeinde kostet es nichts, außer mehr Arbeit. Beim Landesverwaltungsgericht kostet es 30 Euro die Eingabegebühr und wenn wir eine Verwaltungs- oder Verfassungseingabe machen, dann habe ich da in Wien einen Anwalt, der macht uns da so 180 Euro und 240 ist die Gebühr. Sollte man Recht bekommen, kriegt man das zurück. Wenn nicht, dann ist es halt, man sind halt 450 Euro hin, wenn es zweimal in der Apotheke läuft, ist es auch fort. So, dann Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter. Da ist der Bürgermeister erste Instanz, Gemeindevorstand meistens zweite, es gibt schon viele Bundesländer, da gibt es nochmal eine Instanz, das ist nochmal der Bürgermeister, die zweite Instanz ist weg. Und dann kommt die Beschwerde Landesverwaltungsgericht, dann hat man entweder eine Eingabe beim Verfassungsgerichtshof oder Revision beim Verwaltungsgerichtshof. Und dann wäre noch möglich, wenn man in Österreich die letzten die Entscheidung hat, dass es nicht mehr höher geht, könnte man noch eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einbringen. Die kostet dort nichts, die Einbringung ist Arbeit, ist aber eher, ja, da kriegt man wahrscheinlich nicht recht. Und was haben wir bisher gemacht? Auf Bundesebene. Auf Bundesebene haben wir 2 Verhaltensbeschwerden eingebracht. Da gibt es seit 2012 im Bundesverfassungsgesetz die Möglichkeit, sowas einzubringen. Es muss aber dafür eine gesetzliche Grundlage da sein. Und das Problem haben wir, dass die in Österreich nur im Bereich des Bundesheeres, glaube ich, ist das und doch irgendwo, aber bei den anderen Behörden und so weiter, da haben wir nicht und darum kommen wir da nicht weiter. Gell? Jetzt haben wir eine einmal zurückgekriegt und die zweite wäre noch eventuell anfechtbar. Ob sich das noch ausgeht, vielleicht könnte man eine Verfassungsbeschwerde machen, wenn da. Dann wurde der oberste Chef der Fernmeldebehörde angezeigt, Volksjahr, von der Frau Silvester Resch, mittlerweile sind 650 Mitbeteiligte, die Leute belügen. Ja, wenn du da eine Antwort kriegst, hast ja. Wir schauen mehr auf alles, auf die Gesundheit und die Grenzwerte sind geregelt und auf die halten wir uns. Es gibt in Österreich keine geregelten Grenzwerte. Und für mich, wenn ich ein Verfahren durchführen will,
ist das sogar gut, gell? Weil dann müssen sie sich noch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse richten und die sein auf dem Gebiet, da empfehlen oder verlangen wir in den Verfahren die Einhaltung der europäischen EMF-Leitlinie 2016. Das ist ein wissenschaftlich erarbeitetes Regelwerk, was die Behörden verwenden sollen. Und dort sind diese Werte, die an der Grundgrenze oder in den Häusern sein dürfen, genau festgelegt. Und dann diese tun wir einbringen in den Verfahren. Dann haben wir begonnen, Ende des Jahres wieder Anträge zu stellen an die Fernmeldebehörde, weil wir sagen, wir wollen ja das Telekommunikationsgesetz kippen. Da sind mittlerweile 20 und jetzt habe ich schon 3 Verfassungsbeschwerden eingebracht und heute habe ich gerade eine wieder fertig gemacht. Und wir wollen das Telekommunikationsgesetz ändern. Ja, und das werden wir sehen, ob es uns gelingt. Jedenfalls der Verfassungsgerichtshof müsste diese jetzige Regelung für normal aufheben, weil das hat er bei anderen Gesetzen getan. Er müsste es da auch machen. Ja. Und ich habe da am 27.11. 2 Fragen an die Frau Bundeskanzlerin gestellt. Ich meine, oft einige Leute, die stellen 20 Fragen an einen Minister kriegen dann keine gescheite Antwort für keine. Ja. Ich habe nur 2 Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, der wissenschaftliche Beirat Funk, WBF, der ist eingeführt worden irgendwann 2009 oder noch irgendwo von Gorbach. Ich glaube, das war der Vorarlberger Minister, der noch ein bisschen hat eine Strafe gekriegt, weil er Geld eingesteckt hat. Doch. Und der wird alle Jahre Wissenschaft, also Studien ausarbeiten und dann eine Meldung ausgeben. Es ist alles okay, es gesundheitlich schadet es nicht. Und der ist im Telekommunikationsgesetz nicht verankert. Also, und ich habe da gefragt, was hat der für Berechtigung? Das war, und dann habe ich die zweite Frage gestellt, habe ich gesagt, ich will wissen, weil wir ja unsere Verfahren, wir brauchen ja Sachverständige, Amtssachverständige, die EMF beurteilen, welches Ministerium ist für die Beurteilung der EMF zuständig. Der Antrag war draußen, dann bin ich angerufen worden, ja, er kann mir die Antwort nicht geben, sage ich, das ist mir ja gleich, ob sie es mir geben, sie schauen halt, wer es mir geben kann, aber ich will sie mit einem Bescheid haben, gell? Nicht leer so schreiben, ich bin ja nicht zuständig. Dann bin ich zweites Mal angerufen und sage, Sie brauchen es nichts erzählen, ich weiß, wie das geht, ich will Ihnen Bescheid. Dann haben Sie es der Verfassungsabteilung gegeben. Ich habe bis heute keine Antwort auf die 2 Fragen. Also es ist niemand zuständig im Ministerium für diese elektromagnetischen Felder. Gell? So, auf Landesebene. Auf Landesebene haben wir diese Umweltprüfung beantragt. Wir waren da im Oktober bei einer Veranstaltung in Salzburg und da habe ich dann am Schluss dieser Veranstaltung so ein bisschen über das Recht reden können und dann haben wir gesagt, eigentlich es wäre ja eine Umweltprüfung notwendig. Nur. Und haben dann, nachdem das nach dem Bundesumwelt Umweltprüfungsgesetz oder wie das immer heißen soll, nicht möglich ist, weil ja die Raumordnung Landessache ist im Fernmeldewesen, haben wir für alle Bundesländer überall diese Anträge gestellt für so eine Umweltprüfung. Und ich habe dann geschaut, dass ich in jedem Bundesland jemanden kriege. Ich meine da für Niederösterreich, das ist die Martina Berger und für Wien ist die Brigitte Meyer, die sich zur Verfügung gestellt haben. Und so haben wir in jedem Bundesland jemanden, haben wir dann das eingebracht, aber auf Antragsbasis. Dann haben sie es zurückgeschickt, die Länder, sie sind nicht zuständig, weil das ist Bundesland. Ich habe gesagt, nein, da seid ihr zuständig, wir wollen einen Bescheid haben. Dann haben wir von 3 Bundesländern einen Bescheid gekriegt, dann haben wir Beschwerde geführt. Und bei den anderen Bundesländern haben wir solche Beschwerden eingebracht. Also diese Verfahren sind im Laufen und es müsste nach der europäischen strategische Umweltprüfung, ist eine europäische Richtlinie 2001/42 EG, ist das zwingend vorgeschrieben vor jedem Großprojekt und das ist sowas, diese flächendeckende Ding. Und
Da haben wir sogar die Landesgesetze aufgrund dieser Richtlinie bis 2007 ändern. Und jetzt machen sie das nicht. Ja. Aber gut, da werden wir schauen, wie wir uns da durchsetzen. Eine Verhaltensbeschwerde haben wir in der Steiermark eingebracht, die ist auch abgewiesen worden, weil es dort keine Regelung im Gesetz gibt. Und dann haben wir in den Bundesländern da diese Einzelverfahren laufen, was ich schon gesagt habe, wo wir bei Bauverfahren die Anträge stellen. Und da haben wir eben für Kärnten und für die Steiermark schon Verwaltungsgerichtshofeingaben und Verfassungsbeschwerden. Bei den anderen Bundesländern sind wir noch in den unteren Ebenen. Tirol, Vorarlberg haben wir noch nichts. Aber es wäre recht, in alle Bundesländer etwas zu haben, weil dadurch werden die Rechtsinstanzen der Bundesländer gefordert. Und dann haben wir für die Gemeinden Verordnungen ausgearbeitet, dass sie im eigenen Wirkungsbereich baupolizeiliche Verordnungen erlassen können. Und das ist die Raumordnung und die Baupolizei, also Bauordnung, Raumordnung und Bauordnung, dass sie die Bewilligung in Zukunft so machen, wie es gehört. Und da hat Flatach in Mölder als erster so eine Verordnung beschlossen, die anderen trauen sich nicht richtig. Die machen nur solche Beschlüsse, wir lassen nicht auf öffentliche Gut einen Sender aufstellen, das ist ein Kassbeschluss, der haltet nichts, weil sie müssen laut Telekommunikationsgesetz § 5 Wegerecht, müssen sie sich verpflichtet, die öffentlichen Gründe zur Verfügung zu stellen, wenn sie gebraucht werden. Nur, wenn er da mit der Bewilligung sagt, das geht dort nicht, weil diese Emissionen sind für die Nachbarn zu stark, dann kann er 10-mal das Recht haben, auf dem öffentlichen Gut aufzustellen, wenn es nicht geht, geht es nicht, gell? Wenn der weiter weg muss. Und das wollen wir erreichen. Die Verordnung haben sie, wie das Land Kärnten spitz gekriegt hat, haben sie geschwind denen geschrieben, das ist rechtswidrig aus dem und dem Grund, das ist aufzuheben. Dann haben wir mit der Gemeinde das formuliert, diese Entgegnung am 5. August ist das zum Land gegangen. Bis heute haben wir keine Antwort, weil die können sie nicht aufheben. Das ist im eigenen Wirkungsbereich und dort sind die Gemeinden autonom. Und solche Dinge wollen wir in alle Bundesländer durchbringen. Ich war am Mittwoch in Weiden mit dem Reinhard und ich glaube, die Gemeinde ist zwar eine kleine Gemeinde mit 1.100 Einwohnern, die werden, glaube ich, das in der nächsten Zeit einmal machen und ich hoffe vielleicht andere auch. So, jetzt hätte ich da noch einen Film zu sagen, weil ich glaube, das nächste ist schon, da bin ich schon am Ende meines Vortrages, aber bevor ich das tue, darf ich da gerne aussteigen und den Film sagen euch. Ich habe nämlich im Juni einen Film mit 3,5 Minuten an alle Bürgermeister, an alle Gemeinden in Österreich verschickt. Ich möchte Ihnen heute meinen rechtlichen Standpunkt und mein rechtliches Wissen für die Genehmigung von Mobilfunksendeanlagen näher bringen. Derzeit wird das so gehandhabt, dass man dem Bürgermeister einredet, sie dürfen nur die baulichen Anlageteile, das ist der Antennentragmast, ohne der Berücksichtigung von dessen Verwendung und ohne Berücksichtigung von den Emissionen, die von der Funkanlage ausgehen, genehmigen. Das ist ein österreichweit verbreiteter Rechtsirrtum, der entweder gewollt oder ungewollt entstanden ist und derzeit immer noch dem Bürgermeister eingeredet wird. Eine Mobilfunksendeanlage ist baubehördlich als Gesamtanlage zu betrachten. Das heißt, es muss baubehördlich die Widmungsbewilligung für den Bauplatz von der Baubehörde erteilt werden. Und da sind die Emissionen, die von der Anlage ausgehen, durch ein betriebstypologisches Gutachten festzustellen und dadurch den Bauplatz zu bewerten, ob er dort geeignet ist, damit die Bevölkerung von den Emissionen dieser Anlage geschützt wird. Diese Bewilligung wird derzeit nicht erteilt. Eine Fernmeldeanlage ist eine Anlage, die Gewerbe
rechtlich durch das Telekommunikationsgesetz genehmigt wird. Und daher ist die baubehördliche Bewilligung genauso vorzunehmen wie bei anderen gewerblichen Anlagen. Nehmen Sie Ihre Verpflichtung wahr, tun Sie die Bauplätze von den Mobilfunksendeanlagen im Hinblick auf die Flächenwidmung überprüfen und berücksichtigen Sie da den Verwendungszweck, so wie es im Gesetz vorgesehen ist, damit Ihre Bevölkerung den notwendigen Emissionsschutz bekommt. Das ist auch notwendig bei Aufrüstungen von bestehenden Anlagen auf neue Funktechniken. Auch da muss die Flächenwidmung neuerlich überprüft werden, ob sie es zulässt, dass diese Anlagen dort verstärkt ausgebaut werden. Gerade im Hinblick auf die 5G-Mobilfunktechnik wäre das ganz notwendig, damit die Bevölkerung richtig den Emissionsschutz bekommt, den das Gesetz für sie vorsieht. Das fällt in Ihre Kompetenz, nehmen Sie Ihre Kompetenz wahr. Das ist Ihr eigener Wirkungsbereich, die Baupolizei und die Raumordnung. Und Sie sind verantwortlich, dass die Bevölkerung den Emissionsschutz, den diese Gesetze vorsehen, auch bekommt. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Die Befürworter verbreiten Visionen vom schnelleren Internet. Und die Wirtschaft braucht das. Gerade so, als könnte man diese Zukunftsvisionen und Versprechen gegen wissenschaftlich begründete Gesundheitsfragen aufwiegen. Wie sieht es mit dem Stand der Forschung nun tatsächlich aus? Zu diesem Thema darf ich heute begrüßen Professor Dr. Wilhelm Moosgöller. Er ist Professor für medizinische Zellbiologie an der Medizinischen Universität Wien und am Institut für Krebsforschung tätig. Er ist ausgebildeter Studienarzt, Manager und Monitor für klinische Studien. Mitglied der Fachgruppe für elektromagnetische Verträglichkeit beim Österreichischen Normeninstitut. Beobachter beim Wissenschaftlichen Beirat Funk, beim Bundesministerium für Verkehr und Mitglied der Arbeitsgruppe Elektromagnetische Felder im Bundesministerium für Gesundheit. Neben seinen beruflichen Reputationen ist er in dem bemerkenswerten Film über die Einflussnahme auf die Mobilfunkforschung Thank You for Calling zu sehen. Außerdem ist Herr Professor Dr. Moosgöller bei einer großen Sammelklage in den USA gegen die gesamte Mobilfunkindustrie als wissenschaftlicher Zeuge tätig. Nun darf ich mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Beatrix Gruber-Mitterbuchner. Ich bin studierte Soziologin und derzeit Lehrerin an der Berufsschule für Kfz-Technik in Mattighofen. Was motivierte mich, diesen Film zu veranstalten? Es sind die bereits oben erwähnten Widersprüchlichkeiten und weil ich für die Wahrheit bin, für ein selbstbestimmtes Leben, in dem wir nicht einer bewusstlosen Zukunft entgegenstreben und ich bin für ein Leben, in welchem wir Technik bewusst und sinnvoll einsetzen zum Wohle einer Gesellschaft. Zur nächsten Frage. Um die Technologie 5G zu verstehen, greifen wir zuerst auf vorhandene Daten vom Mobilfunkverkehr zurück. Wir wollen jetzt wissen, es gibt ein sogenanntes Gremium, die IARC, ein bei der WHO angesiedeltes Gremium zur Einschätzung des Krebsrisikos von Umwelteinflüssen, hatte bereits 2011 elektromagnetische Felder, insbesondere Handystrahlung, als möglicherweise krebserregend eingestuft. Jüngere Ergebnisse stammen von US-amerikanischen National Toxicology Program, NTP, die sogenannte NTP-Studie beschrieb den Anstieg
der Krebsrate bei lebenslang exponierten Labortieren. Ganz ähnliche Befunde fanden sich in einem Tierversuch in Italien bei der sogenannten Ramazzini-Studie. Nach diesen Studien wurde die Forderung laut, die WHO möge elektromagnetische Felder von der Kategorie 2b, also möglicherweise krebserregend, hochstufen auf Kategorie 1 krebserregend. Können Sie uns das genauer erklären, Herr Professor Moosgöller, bitte? Da waren jetzt sehr viele Punkte, die eine Wissenschaft interessieren. Die IARC ist die Internationale Agentur für Krebsforschung. Das ist eine Abspaltung oder eine Untergruppe von der Weltgesundheitsorganisation. Die unternimmt in unregelmäßigen Abständen eine Beurteilung, ob ein Stoff, eine Substanz, eine Emission wie elektromagnetische Felder im Körper irgendwas machen können, was dann zu Krebs führen könnte. Jetzt muss man wissen, wenn ich mit meinem Handy telefoniere, Moment, und es mir hier an den Kopf halte, dann ist da eine Antenne drin und rundherum geht die Strahlung weg, die möchte den nächsten Sender. Nur, wenn ich so halte, geht die Hälfte der Strahlung in meinen Kopf hinein. Also war es ein Thema, ob diese Strahlung tatsächlich mit dem Gewebe etwas anstellen kann, was in Richtung Krebs geht. Die Antwort in Kürze, ja, kann sie. Man kämpft als Wissenschaftler, der positive Effekte findet, nicht mit Fragen, wie geht denn das, erklär mir das, sondern man kriegt gleich einmal den Vorwurf, selber Daten gefälscht zu haben. Nichts anderes ist im Jahr 2008 passiert und ich sage so, ein paar Jahre später, jetzt haben wir das Jahr 2019, sind die Tierversuche, die wir damals vielleicht schon gebraucht hätten, endlich da. Niemand weiß, wie es jetzt genau weitergeht. Die Kategorisierung 2b sagt also möglicherweise krebserregend. Die Datenlage, die wir 2011 hatten, sagt, möglicherweise ist es so. Dann weiß man, Kaffee ist auch in dieser Kategorie. Man weiß auch, dass zum Beispiel Mixed Pickles, also eingelegtes Gemüse in dieser Kategorie ist. Muss man wissen, es zielte darauf ab, Mixed Pickles aus Korea heißt Kimchi. Die haben damals tatsächlich Konservierungsmittel dazugegeben. Wenn man das analysiert, dann sind da krebserregende Stoffe drin. Die Lobby hat das so interpretiert, na was wollt's, das saure Gurkel sind da auch drin. Ist rotzfrech, es so darzustellen. Ich kann einen Auftrag, für mich ist es ein Forschungsauftrag von der WHO, von der IARC, aber die Lobby legt das so aus, als wäre die Kategorie 2b, also möglich krebserregend, nicht wahrscheinlich krebserregend, also unwahrscheinlich. Und das tut einem Wissenschaftler halt weh. Ich habe auch mal gehört, dass bei WLAN die 10-Hertz-Pulsung sich sehr effektiv auf unsere Gesundheit auswirken soll. Können Sie uns dazu noch etwas kurz erklären? Wenn Sie sagen effektiv auf unsere Gesundheit, dann verstehe ich das so, je mehr diese Pulsung, umso gesünder bin ich. Das Gegenteil ist natürlich ironisch gemeint. Ja. Wir wissen, und das, jetzt muss ich mich an der eigenen Nase nehmen, wir wissen bis heute nicht, welcher Teil, welcher Aspekt bei einem elektromagnetischen Feld wirklich die Dinge macht, die wir sehen im Labortest. Ist es die Stärke des Signals, also die Helligkeit, wenn wir über Lautstärke reden, ist es die Lautstärke oder ist es die Tonhöhe, die Frequenz? Oder ist es die Art und Weise, wie es präsentiert wird? Ein tropfender Wasserhahn kann sehr leise sein, aber wenn ich schlafen möchte, dann bleibt er zwar unter den Grenzwerten, aber trotzdem treibt es mich in den Wahnsinn. Wenn ich nur jede Sekunde Tock höre, Tock, 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 Tock. Das kann noch so leise sein, in dem Moment, wo ich es höre, wird es mich nerven und wird mir den Schlaf rauben.
dann wird es einen Wissenschaftler geben, der sagt, intermittierendes akustisches Signal weit unterhalb der Schlafgrenzwerte, nämlich bei 20 Dezibel und der Wert ist bei 30, der Grenzwert wäre 30, ist schlafraubend und konzentrationsstörend. Und dann wird ein akademischer Streit entbrennen und beim Mobilfunk haben wir genau das. Wir haben gewisse Befunde und dann gibt es die Leute, die es ganz genau wissen wollen, die sehen das kritisch. Dann gibt es die Leute, die das überhaupt nicht wissen wollen, weil sie ja Mobilfunktechniker sind oder ihr Geld damit verdienen. Die wollen das eigentlich gar nicht wissen. Die halten sich an die Grenzwerte und sehen sich damit vor dem Gesetzgeber geschützt. Und das ist die Situation, in der wir uns heute bewegen. Wie wirkt sich denn diese gepulste Strahlung auf die Nerven aus, Herr Professor? Alles, was ich jetzt sage, wird sich ein Kollege finden, der mir widerspricht. Und er wird seine Gründe haben. Aber im Wesentlichen, glaube ich, kann man es so erklären, wenn ich eine Pulsung einführe, dann erlebt das der Organismus so, wie wenn wir das im Verkehr erleben, ob wir ein Bremslicht sehen, da geht die Amplitude, die Helligkeit von einem Licht hoch, oder ich sehe ein Blinklicht und ein Blinklicht erregt einfach viel mehr Aufmerksamkeit und erzeugt viel mehr Reaktion und wir glauben, dass es bei der Pulsung vielleicht ähnlich ist. Ja? Wenn ich einer Zelle ein kontinuierliches Signal gebe, dann reagiert sie irgendwann und wird sich in der Situation einrichten. Wenn ich aber es immer als Schub gebe, als Blinken, als Blast, als was auch immer, dann tut sich die Zelle schwerer, darauf sich einzustellen und gerät unter Stress. Und es gibt den wissenschaftlichen Ausdruck Zellstress und eine gestresste Zelle kriege ich bei blinkendem, bei gepulstem Signal schneller und eher als beim lieben guten alten analogen Signal. Allerdings, wenn ich die heutigen modernen Techniken nutzen will, dann kann ich fast nur mehr mit gepulstem Signal arbeiten, weil rein technisch ist das der Schlüssel dafür, dass ich auf einer Frequenzlinie viele Leute auf einmal bediene mit einer Frequenzlinie. Also biologisch aktiver, aber was Genaueres möchte ich dazu gar nicht sagen. Aber was könnten das denn für Krankheiten zur Folge haben? Natürlich nur als Möglichkeit, so wie Sie es ausgeführt haben, ist es natürlich sehr schwer zu beweisen, aber was könnte denn sein? Suchen Sie es aus. Wir reden über Zellstress und wir reden über freie Sauerstoffradikale und die bringen wir in Verbindung mit Zelltod und wenn es ein Hirnzelle ist, dann reden wir über Demenz. Die bringen wir in Verbindung mit Organfunktionen und zwar betrifft es dann jedes Organ, wo Sie Ihr Handy gerade tragen. Bei Männern ist es in der Hosentasche, wo Sie empfindliche Organe damit treffen. Bei Frauen gibt es eine einzige Arbeit, die stecken sich das beim Joggen hier in den Ausschnitt und plötzlich kommt aus Amerika ein Bericht, wo Gynäkologen schreiben, wir haben hier den seltenen Fall einer 29-Jährigen, einer 34-Jährigen, einer 40-Jährigen, die haben Brustkrebs, aber nicht normal. Normalerweise hat man einen Knoten, sondern die haben viele kleine zerstreute, so wie ein Schrottschuss. Also das ist nicht ein Defekt, sondern viele kleine Defekte. Und die meisten Tumore im Brustgewebe sind auf der Außenseite, das ist auf der Innenseite. So, meine Frage ans Publikum. Ist das jetzt der Beweis, dass es mit der Gewohnheit dieser Frauen zu tun hatte, beim Joggen das Handy hier hineinzustecken und mit einem Kabel hier Musik zu hören und eine Stunde durch den Central Park zu laufen? Ist damit bewiesen, dass das Handy für diese Art von Krebs verantwortlich ist? Ein Wissenschaftler sagt natürlich nicht. Er schaut zwar viel danach aus, was soll es denn sonst sein, aber ein Beweis, ein letztgültiger Beweis ist es nicht. Es ist ein Hinweis und daher, wenn ich zurückgehe zur
WHO, zur AIAC, nur ein 2b und nicht die Nummer 1. Wir sind uns einfach nicht sicher. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, auch der oxidative Stress gibt doch einiges her in diesem Zusammenhang. Wenn ich an den oxidativen Stress denke, dann ist es natürlich so, den habe ich überall dort, wo die Strahlung tatsächlich hinkommt. Ich glaube, das ist verbrieft, da fährt die Eisenbahn drüber, das kann man sicher sagen, dass die Handystrahlen in der Zelle ein Stressor sind. Und oxidativer Stress bringt einen nicht sofort um, aber als Mediziner sieht man das eben in Verbindung mit Alterungsprozessen, mit Zellüberlebensprozessen. Bei Schönheitschirurgen ist das ein Thema. Also wenn die Haut so faltig ist, dann aufgrund des oxidativen Stress, weil sie zu viel UV-Licht von der Sonne kriegen. Oder sie gehen in dieses, wie heißt das, wo man sich so in die Bratröhre legen kann? Solarium, danke. Und ein Filter ist kaputt. Dann haben sie oxidativen Stress in der Haut. Sollte nicht passieren, passiert nicht. Ich sage es nur der Vollständigkeit halber dazu. Oxidativer Stress ist momentan auf zellulärer Ebene das Ding, was wir in Verdacht haben, dass es der Schlüssel ist zu den meisten, nicht allen, aber doch zu den meisten zellulären Veränderungen. Wie das sich dann am Patienten auswirkt, hängt davon ab, welches Organ betroffen ist. Wenn die Leber betroffen ist, dann reden wir über Entgiftungsprobleme. Zellstress, ein Organ ist betroffen, es kommt zu Funktionsstörungen. Herr Professor Moosköller, können diese Funktionsstörungen letztendlich nicht auch unter Umständen zu Krebs führen? Interessanter Gedanke, dass man Krebs als Funktionsstörung betrachtet. Aber die Antwort ist ja. In letzter Konsequenz, wenn ich hergehe und sage, ich habe oxidativen Stress, das heißt, ich oxidiere meine Gene, dann sind da auch Gene dabei, die halt der Zelle sagen, oh, du bist eine Krebszelle oder du bist keine Krebszelle, du bist jetzt geschützt vor dem übermäßigen sich teilen und teilen. Ein Krebs ist ja nichts anderes als ein Zellhaufen, der seine Mission vergessen hat und anfängt, unkontrolliert zu wachsen. Wenn man ein kleines Kind ist, dann ist Wachstum gewünscht. Wenn man erwachsen ist, dann ist Wachstum nur ein Maß, die Hautzellen, die abfallen an der Oberfläche, nachzureproduzieren. Aber da muss sich Wachstum und Abschiefern die Waage halten. Dann ist man ein gesunder Erwachsener. Und Krebs ist einfach eine Gruppe von Zellen, die anfangen, genau diesen Auftrag nicht zu erfüllen. Also so betrachtet ist es eine Dysfunktion. Ja. Bleiben wir bitte noch kurz bei dem Thema. Wir sprachen über DNA und auch Chromosomenbrüche, DNA-Schäden, Chromosomenbrüche. Herr Dr. Moosköller, können Sie uns da noch etwas sagen, kurz bitte? Naja, DNA ist ein biochemisches Molekül. Man kann sich das so vorstellen wie einen Morsestreifen oder wie einen Papierstreifen, wo halt die Buchstaben draufstehen. Und das Alphabet der Zelle hat nur 4 Buchstaben. Unser Alphabet hat 26 Buchstaben und damit können wir eigentlich jedes Wort schreiben, das wir brauchen. Die DNA hat nur 4 Buchstaben, aber eigentlich dadurch, dass sie immer 3 chemische Gruppen zu einem Buchstaben zusammenfasst, ist es dann doch wesentlich mehr. Aber rein biochemisch sind es die 4. Und wenn eins dieser 4 ausgetauscht wird, dann bekommt diese genetische Information eine andere Bedeutung. Ein blödes Beispiel, das deutsche Wort Brot besteht aus 4 Buchstaben, B-R-O-T. Und wenn Sie das R austauschen, dann ist plötzlich ein Boot. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt Teil einer Betriebsanweisung
Und die Zelle liest hier Boot. Und im Kontext ergibt das überhaupt keinen Sinn mehr. De facto heißt das, hier habe ich eine funktionelle Störung aufgrund einer sogenannten Punktmutation in einem DNA-Abschnitt, in einem Chromosom. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Ob solche Dinge vorliegen oder nicht, erkennen wir im Mikroskop an den Chromosomen. Man kann das im Mikroskop sehen. Nicht eine einzelne DNA-Buchstaben, aber das Ganze ist verbunden mit Änderungen vom Chromosom, die wir dann erkennen können. Aber jetzt sind wir quasi abgedriftet. Aber danke, dass Sie es uns so erklärt haben. Das heißt, Chromosomenbrüche, DNA-Schäden, was kann man für Folgen daraus schließen? Im günstigsten Fall ist es völlig harmlos. Im schlimmsten Fall trifft es per Zufall eines dieser Millionen Gene, die wir in dieser DNA drinnen haben, und trifft zum Beispiel ein Schutzgen. Ein Schutzgen ist zum Beispiel ein Gen, das die Zelle aktiviert, wenn sie merkt, da geht irgendwas schief. Das wird jetzt sehr kompliziert, aber stellen Sie sich vor, die Zelle hat eine Veränderung erfahren und möchte sich zu einer Krebszelle entwickeln. Ist noch kein Beinbruch. Es gibt nämlich Schutzfaktoren. Wenn aber dieser Schutzfaktor funktionell ausgeschaltet ist, dann setzt sich die erste Veränderung durch. Oder, jetzt rein zellbiologisch muss man eins wissen, ein Krebs entsteht ja nicht von heute auf morgen. Es kann so sein, dass die Krebszelle jetzt entsteht und dann einmal 20 Jahre schläft und erst später anfängt zu wachsen. Das kommt vor. Wenn Sie ein Gen wieder anschalten, das in Ihrer Kindheit dafür gesorgt hat, dass Zellwachstum stattfindet, und das trifft auf so eine Situation, dann sind es keine 20 Jahre mehr, die Sie warten, sondern nur mehr ein paar Jahre, weniger, 5 Jahre, 10 Jahre. Und dann kann es plötzlich passieren, dass Sie schon mit 50 einen Tumor kriegen, den Sie programmgemäß erst mit 90 hatten, aber nicht erlebt haben, weil Sie mit 80 gestorben sind. Tut mir leid, wenn es so kompliziert ist. Sehr anschaulich. Nein, das war sehr anschaulich, Herr Professor. Dankeschön. Okay. Das war alles andere als kompliziert. Die Blut-Hirn-Schranke, Sie sprachen vorhin von Schutzfaktoren, natürlich in einem anderen Zusammenhang. Hat Mobilfunk auch eventuell einen Einfluss auf unsere Blut-Hirn-Schranke? Es gibt einen berühmten schwedischen Wissenschaftler, der hat das an Mäusen untersucht oder an Labortieren untersucht. Und bevor ich mal das erzähle, was ist Blut-Hirn-Schranke eigentlich? Der menschliche Körper stellt sich am Standpunkt, das Hirn ist das wichtigste Organ im menschlichen Körper. Und darum gibt es im Kopf, im Gehirn, so etwas wie Vorkoster. Alle, die Asterix gelesen haben, wissen, dass die ägyptische Königin Vorkoster hatte, weil sie Angst davor hatte, vergiftet zu werden. Also musste der Vorkoster vor ihren Augen von jeder Speise eine Kostprobe nehmen. Und wenn er nach 5 Minuten nicht gestorben war, war das Essen sicher. So, es hat wahrscheinlich auch in anderen Ländern so funktioniert. Im menschlichen Gehirn gibt es diese Blut-Hirn-Schranke, das sind spezielle Bindegewebszellen, die die eigentlichen Nervenzellen vor diesen Dingen schützen. Und sehr viele Giftstoffe, die wir im Blut haben, aufgrund der Verdauung, aufgrund, dass wir einfach leben, essen und Abbauprodukte haben, die dürfen aber nicht ins Gehirn. Es gibt eine Ausnahme, die kennt jeder Oberösterreicher. Es gibt ein Giftmolekül, das ist so klein und schwindelt sich dadurch. Man nennt es Alkohol. Ja?
Der Alkohol ist also eine der ganz wenigen Ausnahmen eines Giftstoffes, der tatsächlich durch kann und seine Wirkung direkt auf die Nervenzellen ausübt. So, der Herr Salford aus Schweden hat untersucht und gefunden, dass wenn man Mäuse mit Mobiltelefonsignalen exponiert, dass diese Blut-Hirn-Schranke durchlässig wird. Also nicht nur für Alkohol, sondern auch für größere Moleküle. Und hat das auch publiziert. Die Fortpflanzungsfähigkeit könnte durch Mobilfunk beeinflusst werden. Auch das haben Sie bereits angesprochen. Wenn das Handy in der Hosentasche getragen wird, gibt es dazu Aussagen, macht es etwas, wenn ich es 5 Minuten, 10 Minuten am Körper trage, oder wie könnte man das ausdrücken? Wir reden über oxidativen Stress und wenn ich es halt im Hodengewebe habe, dann beeinflusse ich damit die Spermienqualität, und wir wissen aus guten Untersuchungen, dass es tatsächlich so ist, wie wir erwarten, dass die Spermienqualität runtergeht, und das hat natürlich einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Tatsache ist, die Anzahl der kinderlosen Paare ist im Zunehmen, und das hat sehr viel mit unserem Lebensstil zu tun, hat sehr viel mit unserer Lebensumgebung zu tun, und Mobilfunkstrahlung ist halt ein weiterer Stressor, der dafür sorgt, dass es den Körperzellen nicht so gut geht, wie wir uns für gewisse Anwendungen wünschen würden.